Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. In dieser Anleitung zeige ich euch einmal, wie ihr bei einem Neff-Backofen den Timer bzw. die Zeitschaltuhr richtig einstellen könnt, so dass eben der Wecker klingelt, wie ihr das dann wieder ausschaltet. Und ich zeige euch aber auch, wie ihr einstellen könnt, dass der Ofen nach einer gewissen Zeit angeht und auch wieder von alleine ausgeht, nachdem man eben die Betriebsart gewählt hat. So, als erstes machen wir jetzt mal die einfachste Funktion, dass einfach nur der Wecker klingelt und wir dann den Ofen selbst ausschalten. Das kann man also machen, wenn man zu Hause ist. Dazu geht man hier auf das Uhrensymbol drauf. Da muss man auf die oberste Stelle hier hochgehen und jetzt kann man den Timer hier einstellen. So würde er jetzt nach ein paar Sekunden, nach 5 Sekunden klingeln. Aber wenn ich schneller drücke, habe ich auch die Möglichkeit, eben hier ja die Zeit etwas höher einzustellen. Aber wir machen jetzt einfach mal die Situation, dass er nach 2-3 Sekunden sich bei uns meldet für das Video hier. So, Uhr drücken, abwarten und jetzt meldet er sich und dann klicke ich hier drauf und habe den Timer dann wieder ausgeschaltet. So, und jetzt stellen wir das einmal so ein, dass das Gerät automatisch einschaltet und dann zur gegebenen Zeit auch wieder ausschaltet. Erstmal muss ich natürlich das Menü wählen, was ich haben will. Ich kann jetzt hier die Temperatur noch höher machen, niedriger machen, Oberhitze, Unterhitze. Aber ich nehme jetzt hier mal die Heißluft standardmäßig. Dann gehe ich hier auf das Uhrensymbol und dann stelle ich jetzt hier mal, irgendeine Zeit einfach ein, die ich brauche. Und dann stelle ich jetzt eine Uhrzeit ein, ja, wann er fertig sein soll. Und dann wird er automatisch entsprechend angehen. Und dann zur gegebenen Zeit ausgehen. Also so würde er jetzt um 16.53 Uhr angehen. Dazu drücke ich das hier. Und jetzt ist es entsprechend so eingestellt, dass er um 16.53 Uhr angeht und um 17.03 Uhr dann automatisch ausgehen würde. Ja, ich hoffe, diese kleine Anleitung hat euch gefallen und geholfen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.